Herzlich willkommen zum Online-Gartentipp. Nun, in den Gärtnereien Vorarlbergs ist längst der Frühling eingezogen. Eine besondere Pflanze sind die Primeln. Die Primeln sind eigentlich nichts anderes als Himmelschlüssel. Und tatsächlich ist den Züchtern gelungen, verschiedene Farben zu züchten. Aber nicht nur verschiedene Farben, sondern auch die Blüte und die Höhe der Blüte differenzieren. Nun, diese Primeln bringen Farbe in jede Wohnung. Und damit Sie lange Freude mit den Primeln haben, hier folgende Tipps. Erstens, die Primeln beanspruchen einen hellen und kühlen Standort. Schauen Sie sich bitte nicht bei Temperaturen bei 5 oder 6 Grad plus die Pflanzen vorübergehend tagsüber ins Freie zu stellen. Gießen sollten Sie die Primeln immer nur sehr vorsichtig. Am besten, Sie fühlen mit den Fingern, ob sich die Erde feucht, doch niemals nass anfühlt. Verblühte Teile knüpfen Sie mit 2 Fingern einfach heraus und genauso Blätter, die unansehnlich sind. Da können Sie mit Primeln circa 4 Wochen, ja sogar 6 Wochen rechnen, damit diese Blüten wunderschön lange in Ihrer Wohnung halten. Und wenn Sie sie vorübergehend ins Wohnzimmer bringen, nimmt Ihnen die Primeln das auch nicht übel. Später sollen Sie die Pflanzen wieder etwas kühler stellen. Und noch etwas. Wenn diese Primeln verblüht sind, bitte werfen Sie die Pflanzen nicht weg. Die meisten von ihnen sind überlebensfähig, wenn man sie in den Garten aussetzt. Und sie vermehren sich dort und mischen sich mit den buntesten Farben. Also Primula heißt auf Lateinisch der kleine Erstling. Und es sind tatsächlich die ersten Frühlingsboten, die uns jetzt im heurigen Frühling 2016 erfreuen. Und mit Primeln wünsche ich Ihnen viel Freude in Ihrer Wohnung, auf Ihrem Fensterbrett und später in Ihrem Garten.